Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal zu einem, sag ich mal, etwas besonderem Video, weil sowas mache ich ja nicht alle Tage, was halt hier heute jetzt vonstatten geht. Am Ende des Videos gibt es dann noch ein kleines Giveaway, aber das erfahrt ihr, wie gesagt, am Ende des Videos. So, für heute habe ich hier ein Souvenir Case Unboxing, also so ein Souvenir Packages habe ich hier zu der Faceits London 2018. Da ist mir dann nur eines aufgefallen, es gibt halt nicht so viele Packages, beziehungsweise es gibt ja, na, ich erkläre es euch das jetzt mal. Und zwar war ja mein Plan, ich will zu jeder Map, was es ja gibt, passend zum Major, was jetzt war, ne Dings auf. Nur Cobblestone war ja nicht dabei beim Major, habe ich mir trotzdem gekauft, weil Cobblestone, ich meine, gehört ja dazu. Die ist ja gerade die krasseste von allen. Die ist auch momentan übelsten Preis gestiegen. Die kostet jetzt, glaube ich, 45 Euro. Ja, so ist irgendwas. Normales kostet die 20. Also über das Doppelte. Dann, was war noch? Genau, dann gibt es ja von Nuke und Inferno gibt es ja jetzt jeweils eine neue und eine alte. Ich habe mir da halt die neuen gekauft, ja, ist ja klar. Und auch jeweils eine alte Package dazu. Ja. So, nur ist die Frage, mit welcher fange ich jetzt an? Ich weiß ja, warte mal, Train, welche ist denn so die lowste? Train ist schon ziemlich low, ja, ja. D2 ist auch ziemlich für den Arsch. Und die neue Inferno finde ich nice. Und bei den neuen Inferno und die neue Nuke, da sind schon ein paar krasse Skins dabei. Die Cobblestone ist auf jeden Fall richtig low. Nee, okay, Inferno ist die lowste, was ich immer so sehe. Ja, dann hebel ich ja, da habe ich sowieso einen Fehler gemacht und mit zwei Stück davon gekauft. Wir heben jetzt mal die alte Inferno auf. Ich glaube, die M4, A4 wäre mit Abstand das krasseste, was man ziehen kann. In FN. Und es wird den Hoa. Krasses Ding. Condition. Was bist du? Minimal Wear, okay, das bringt mal so gut wie gar nichts. Also, gar nichts, ne? So, dann heben wir gleich mal die zweite auf. Aber, ich meine, gut, muss jetzt nicht unbedingt FN sein, die M4, was ich jetzt sehe, ist mir lieber die Dragon Quest an FN. Weil die bringt da vielleicht den einen oder anderen Euro mehr. Und das ist nicht nur vielleicht, das ist sogar ein ziemlicher Safe-Call. So. Das war ja jetzt Inferno. Soll ich gleich die neue Inferno hinten nachmachen? Ne, die will ich mir noch aufheben. Da hebe ich mal lieber jetzt die 2 oder die Mirage? Die Mirage. Ich weiß es nicht. Jungs. Ne, warte, da unten ist ja noch einer. Was versteckt sich hier? Train, genau. Train ist ja die nächste Lore. Ich glaube, hier wäre ebenfalls die M4. Sick. Die 50 könnte vielleicht das bringen, die Deagle. Tech 9 und abgesägte Schrotflinte, ich weiß nicht, so ist uns als Kind, das spielt kein Schwein. Oder selten jemand. Mhm, die ist aber eh nicht FN, das brauche ich gleich gar nicht nachgucken. Oh, die ist FN? Sieht so richtig zerburstet aus. Gut, Souvenir FN. Souvenir FN ist normalerweise immer relativ hoch mit dem Preis. Gucken wir da gleich mal nach. Ah, diese ist es nicht so gut. 50 Cent, wow. Wow. Ich habe da mal eine Party zu finden, wäre übelst schwer. Ich habe da mal eine P90 in Souvenir geunboxed in Factory New. Und das Ding war damals 200 Dollar wert. Das war sogar nicht mal blau, glaube ich. Ich meine, diese ist im Preis auch schon übelst gefallen. Lol, wo ist das? Wo ist das? Ne, die Pinanti Storm war es auf jeden Fall nicht. Ah, was mache ich? Ich habe die ja ausgerüstet. MPs, T-Sides, hier.
Das Ding war damals $200 wert. Jetzt ist es, glaube ich, auf irgendwie 100 oder so gedroppt. Aber dennoch, krasses Ding, finde ich. Ist, dass es so ein hellblauer ist. Das ist schon ordentlich einen Preis. So, jetzt geht's weiter mit den Käses. Hey, fick dich. Nicht Qualität, neueste bitte, dankeschön. So, wir haben hier die 2. Dann kommt, mach mal Merch. Das ist hier so. Eine UMP Blaze habe ich in Souvenir FN. Eine Bulldozer wäre in Souvenir FN. So mit richtiger Low Flow. Das wäre klasse. Aber es ist die nicht so krasse 5.7. Und bei den Stickern habe ich halt auch drauf geachtet, als ich mir die geholt habe, dass ich da habe halt mit Stickern, die krass sind. Also nicht so krass, aber was halt jetzt, das sind nicht irgendwelche Lows oder so drauf sind, ne? Sondern schon auch Spieler und Teams, die was man kennt. Vielleicht auch enjoyed. So, dann lass jetzt die 2 machen. Ist eigentlich auch nur, ich meine, die Damaskus-Stil vielleicht. Eine Safari-Machine. Das wäre ein Ding, ein Skin, den würde ich so heftig entscheiden. Eine AK-47 Safari Mesh Souvenir Factory New. Das Ding würde ich mir, glaube ich, auf dem... Das würde ich... Die AK würde ich mir behalten. Aber... Und dann noch mit G2? Ne. Oh mein Gott, die wäre ja richtig sick gewesen mit dem Sticker noch. Aber ja. Ich hoffe, dass ich wenigstens dann bei der Cobblestone mehr Luck habe. So, was machen wir? Inferno? Noob. Inferno? Noob. Kabel? Noob. Achso, ich habe nur noch diese 4 Stück. 5 Stück. Hier habe ich noch Cage. Ja, dann machen wir jetzt die Cage. Weil ich möchte die Inferno und die Noob, also gemeinsam aufgeben, die alte und die neue. Ach, komm doch, ey, was ist das? Okay, dann machen wir jetzt die Inferno. Ich finde, manche Skins, ich meine, hallo. Das sind Souvenir? FN? Digga, das Ding sieht krass aus. Ich meine, ich spiele ja auch nicht so oft, aber auch die AK. Na gut, die AK ist jetzt nicht so meins. Aber die Dual Barrels wiederum, die sind richtig nice. Die sind richtig, richtig nice. Die MP7 Fade gefällt mir auch, diesen Full Fade, Alter. Was haben wir denn dann noch? Mal kurz gucken, die P250 finde ich halt jetzt, ja. Wobei, die hat auch irgendwas. Wenn dieses Violette, dieses Purple halt ein bisschen knalliger wäre, so kräftiger von der Farbe, dann wäre das cool. Die USPS, die sieht irgendwie... Ich glaube, wenn man die wirklich in Low Flow hat, könnte die auch nice sein. Mit den Souvenir-Stickern dazu. Bei dem 4 ist das Bullshit. Die Glock ist eigentlich auch ziemlich low. Ja, und der Rest ist eigentlich... Ja, Bullshit. Gut, ich reibe jetzt halt mal hier die letzten 4 Stück. Und hoffe, das Game mich da jetzt in den nächsten paar Kisten vielleicht noch reinlacken lässt. Diese ist es jetzt auf jeden Fall mal nicht. Gut, dann lass jetzt noch die Noob aufhebeln. Dann mache ich jetzt zuerst die alte Noob, dann die neue Noob und dann wäre eigentlich eh schon die Cobblestone da. Da habe ich auch mal eine P250 gezogen, aber leider nur ein Battle Game. War auch nicht mit 15 Euro wert, aber leider dennoch nur Battle Game. Die ist FT, FN, gut, die ist aber nichts wert. Das weiß ich jetzt schon. So, die neue Nook. Die neue Nook, was haben wir hier? Die M4 finde ich eigentlich auch, ja, nicht schlecht, aber irgendwie gefällt mir nicht so, ne? Die Tech 9 ist ungefähr dasselbe, die Glock 18, die ist nice. Die ist richtig nice. Das ist ein krasser Skin. So, was haben wir denn noch? Die AWP. Ja,
Ist halt passend zu Nook, aber finde ich jetzt nicht so sick. Meine, das sind generell ist die Skins jetzt nicht so der Burner, ne? Aber die Glock 18, die... Das Ding wäre übelst nice. Das würde ich richtig... Da wäre ich jetzt richtig hype drauf. Die Glock. Aber nein! Geben dieser fette Hurensohn. FN. Warte mal, da gucke ich jetzt mal nach dem Preis. Die Dinger sind ja... Sind ja, also die Skins gibt es ja noch nicht so lange. Ja, so 1,50, 1,70, ja. Ich glaube, die Kiste selber 10 Euro gekostet, von dem her ist das mal ein Los. Oh, die, also dann wären wir ja jetzt rein theoretisch schon bei der Cobblestone. Ich hatte bis jetzt gar keinen Luck. Ich meine, ich würde mich ja schon über eine TZ freuen. Oder eine USPS Royal Blue in einem guteren Float würde ich auch übelst enjoyen. Ich glaube, das Beste, was ich da jemals rausgezogen habe, war eine P2000 Chainmail. Und die, glaube ich, irgendwie so abgenutzt. Also Valron oder irgendwie so eine richtig... Richtig hässlich einfach. Jungs, ich will. Oh, fuck off, geben, Alter. Gib mir die Zielo. Bitte geben. Bitte. Was ist das, Alter? Absolut Bullshit. Alles nur Bullshit. Oh mein Gott. Also da hatte ich definitiv schon mehr Luck. Es fällt mir generell, ich habe bei den Case Openings absolut keinen Luck momentan. Ich ziehe hier nur den ranzigsten Ranz ever. Egal ob ich jetzt Souvenir aufhebel oder hier nur Blue und Purple ziehe aus den Kisten. Au, 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 au. Ja, gut. Das war's mal dazu. Jetzt wegen dem Giveaway habe ich für dieses Monat mal ein bisschen kleineres Giveaway. Also ist ja dennoch eine AK Neon Revolution, ne? In FT, glaube ich. Ja, FT geht weg für, glaube ich, 20, 25 Euro. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Müsste ich nachgucken. Aber ich sag mal so um den Dreh 20 bis 25. Und war ja letztes Monat wieder ein Knife Giveaway. Und ich habe da vielleicht was noch vorbereitet für die 1K Subs. So als Dankeschön an euch. Aber das werde ich erst dann raushauen, wenn das mit meinem Keller hier endlich mal fertig ist. Weil ich, ja, hat ja keinen Sinn, wenn ich da jetzt, sage ich mal, was Größeres raus raffle und dann habe ich zwei, drei Wochen keinen PC, wo ich ran kann, ne? Also gibt es für dieses Monat mal eine Neon Revolution von mir an euch. Was müsst ihr dafür tun? Ein Abonnent meines Kanals sein, das Video hier positiv bewerten und einfach einen Kommentar schreiben. Ein Kommentar reicht, wenn ihr mehr schreibt, schreibt ihr mehr, aber zählt trotzdem nur als ein Stück. Ja, dann war es das dann auch schon mit diesem Video. Schade, ich hatte schon gedacht, dass ich irgendwie was Nices ziehe. Jetzt nichts ultra krasses, aber irgendwie so ein Skin, das vielleicht schon so 20, 30, 40 Euro wert sein kann. War, nö, sollte anscheinend nicht sein. Wie gesagt, auch wenn ihr nicht bei der GW mitmacht, immer einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen, hilft mir auch weiter, so ist ein riesen Support, genauso wie bei den Kommentaren. Dann sage ich nur noch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.